hier auf diesem Kanal. Ja, es ist ein Jahresrückblick. Das letzte Video für 2020. Ich schaue zurück auf das Jahr 2020, auf meine Ziele, Wünsche, das, was ich gemacht habe, erlebt habe. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist natürlich alles anders gekommen, als man geglaubt hat. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich im Januar das, ja, keins oder die meisten Wünsche mir nicht erfüllen kann für das Jahr, obwohl sie eigentlich so festgeschrieben waren. Also es war wirklich vieles, vieles gebucht schon und es war vieles einfach organisiert. Ja, so viele Ausflüge und so viele so Konzerte und all sowas. Also wir hatten so viel geplant und das war wirklich so das erste Jahr, wo wir gesagt haben, boah, 2020, das wird das Jahr, das wird unser Jahr und wir werden so viel machen wie noch nie. Und es kam alles einfach anders als erwartet. Es ist einfach, es ist wie es ist. Und trotz alledem ist das Jahr sehr schnell vorbeigegangen. Und trotz alledem habe ich schon so ein bisschen was erlebt. Und auch eins der wichtigsten Dinge oder Ziele erreichen können, die ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe. Und ich muss auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, zugeben, dass mir Corona dabei geholfen hat. Es ist einfach, wie es ist. So, aber jetzt schauen wir einmal, ja, einfach quer über meinen Kanal und wie das angefangen hat. Voller, ja, ich war total motiviert. Ich habe ja, glaube ich, damals immer noch ein Video pro Tag hochgeladen, um am Ball zu bleiben und habe für unsere Dubai-Reise, ich weiß jetzt gar nicht, wie, ich glaube, wir sind irgendwie direkt nach Silvester oder so geflogen, 2, 3 Tage oder so danach. Und ich habe vorproduziert, damit ich Content hatte. Da habe ich ganz, ganz viel vorproduziert damals. Unter anderem, ja, Essen im Urlaub, so Themen, die mich dann auch irgendwie betrafen. Also, ja, und dann kamen die Dubai-Vlogs. Die Dubai-Vlogs. Ja, schauen wir mal in irgendein Video rein. Der Flower Garden oder Miracle Garden zum Beispiel. Wir haben sehr, sehr viel gemacht. Das war wirklich sehr schön und es war alles anstrengend, wie das halt so im Urlaub ist. Mein Intro, oh mein Gott. Oh, ja, die meisten Klamotten, die ich dann habe, mein Kleid, das ist ja natürlich das Kleid, was ich immer behalten werde. Die meisten Klamotten habe ich da, glaube ich, gar nicht mehr, die ich da anhatte. Ja, und das war auch so ein Ding, ne? Also Dubai war ja, wir haben ja in einem Apartment gewohnt und haben uns selbst verpflegt, größtenteils. Also wir haben versucht, wirklich auch nicht auswärts zu essen, sondern zu kochen, auch Frühstück und sowas und auch außergewöhnliche Lebensmittel zu probieren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wobei, ich glaube auch, ja, der Flower Garden hier. Ich glaube auch, dass ich hatte da sehr, sehr große Probleme, muss ich ehrlich zugeben. Also mit ja, der Nahrung oder des Widerstehens, was diese Cheesecake Factory angeht. Und ich kann mich an eine Situation wirklich erinnern, wo ich einfach davor stand, das war auch an der Marina. Es gibt ja mehrere Cheesecake Factories in Dubai und das war an der Marina. Und da hatte ich einfach davor gestanden, wir wollten da rein und dachte so, wenn du jetzt diesen Kuchen oder sowas nicht isst, dann bist du todunglücklich. Und das war in der Tat ein kleiner Interessenskonflikt, ne, den man so mit sich selbst irgendwie hatte. Also ich war, da kam dann wieder so eine Erinnerung, so eine Minderwertigkeitserinnerung irgendwie hoch. Ja, das ist jetzt wieder zu tief. Ja, zu viele Informationen, glaube ich, für einen Jahresrückblick. Aber es war, das ist so das, was mir in den Kopf kommt. Also ich hatte wirklich auch da noch teilweise echt Probleme mit der Nahrungsaufnahme. Ich habe auch geguckt, dass ich da Sport treibe und dass wir uns viel bewegen, dass ich dann halt frühstückstechnisch nicht so viel konsumiere und sowas. Das war schon krass. Also ja, hätte man das alles gewusst, ne? Und eigentlich wäre jetzt 2021 ja wieder eine Reise nach Dubai angesagt, aber es funktioniert leider nicht. Also ich möchte mir das einfach auch nicht antun, sozusagen. Das Risiko auch einfach nicht eingehen. So, was habe ich noch so gemacht? Also ich habe, da kam ja der Februar, das war echt krass. Ich habe ja jeden Tag irgendwas hochgeladen, oh mein Gott. Ja.
Food Hall und Klamotten Halls. Ah, das ist doch was Interessantes. Da sieht man, und das ist auch so das Coole eigentlich an dieser ganzen YouTube-Geschichte, weil man sieht eigentlich auch, wie... Oder kann sich das anschauen, wie man sich selbst verändert hat und was auch so gepasst hat. Weil meistens, also ich muss sagen, ich habe da echt Probleme mit, ne? Wenn ich sehe auch teilweise keinen Unterschied immer noch. Und jetzt ist es irgendwie schon, wenn man sich dann auch alte Videos anschaut, ich habe ja ein Video noch auf diesem Kanal, was wirklich sehr, sehr alt ist, 5 Jahre alt, und ich habe mir das, glaube ich, gestern oder vorgestern auf dem Fernseher angeschaut und habe da echt einen Schreck bekommen. Also jetzt nicht einen Schreck, dass ich es jetzt ganz schlimm fand oder so, aber ich habe schon einen Unterschied gesehen, und man sieht einfach kein Gesicht in, also ich meine, jetzt sieht man immer noch kein Gesicht so, ne? Man sieht zwar Augen und sowas, aber da war das halt so, dass man wirklich kaum was gesehen hat. Also es war wirklich einfach nur so ein, ja, wie so ein Ball mit Augen, Nase und Mund und irgendwie ganz schlimm. Aber, oh mein Gott, was ist das denn? Das Kleidchen. Ja, stolz wie Oscar, ne, dass es passt. Aber man sieht ja schon, oh mein Gott. Man sieht diese, keine Ahnung, wie viele es da waren, aber 15 oder irgendwas Kilo. Man sieht das richtig heftig. Eins meiner Lieblingskleider, das rosane Kleidchen. Das ist auch mittlerweile ein bisschen, das sitzt nicht mehr so richtig. Also da muss ich auch sagen, das ist so... Ja, aber ich glaube, das werde ich auch ganz, ganz lange als Erinnerung einfach auch behalten. Ja, Wahnsinn. Ja, eigentlich, ich bin ja eigentlich immer noch fett, ne? Also wenn man das so sieht, ja, ich fühle mich zwar jetzt schon besser, und es gibt auch so Hautstellen oder halt, wo ich dann sage, oh, das ist ja aber wie, fast wie bei einer normalen Frau. Ja, aber eigentlich ist es immer noch alles zu viel. Und... Wenn man dann so etwas sieht, möchte ich damit sagen, dann sehe ich wirklich auch so, Gott, scheiße. Ja, es ist zu viel des Guten. Was soll man sagen? Ach, das habe ich gefilmt. Ich bin schockiert. Verdammt. Und das ist ja das Ding, was ich sage. Es ist ja manchmal, oh mein Gott. Oh. Ich filme das bewusst. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite schäme ich mich, auf der anderen Seite filme ich das bewusst, weil ich mir denke, Menschen, die um mich herum sind, die sehen das ja auch. Also eigentlich spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt ein Foto mache, ob ich das mitfilme oder nicht, weil man sieht es ja. Und ja, man sieht es. Ich glaube, ich müsste das mal probieren, diesen Tankini wieder mal. Ja, krass. Was habe ich denn hier noch so gekauft oder anprobiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, da kam... Ja, egal. Auf jeden Fall... Ah, ja, solche Rückblicke. So, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen schauen, was ich hier noch so... hochgeladen habe, dann einfach immer diese ganzen, ich glaube, das ist auch super interessant, immer diese ganzen Zwischenstände. Und ja gut, dadurch, dass ich ja jeden Tag hochgeladen habe, ist ziemlich viel dabei, was eigentlich so relativ, ja, weiß ich nicht, lückenfüllend ist, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite auch interessant. 30-Tage-Challenge, oh, die 30-Tage-Challenge, die habe ich ja irgendwie 3 oder 4 Mal gemacht. Also hintereinander, und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgegeben. Was heißt aufgegeben, warum ich das aufgehört habe? Ja, mein Crossi in meinem Lieblingsschlafzimmer. Und hier, man sieht den Klamottensack. Ich habe mir da immer so einen Klamottensack stehen, wo ich dann immer die Klamotten reinmache, die halt nicht mehr passen oder die ich irgendwie loswerden will oder so. Weil es ist tatsächlich so, dass es mich unglaublich befriedigt, Sachen, die nicht mehr passen, auch einfach nicht mehr anzuziehen. Also ich habe am Anfang gedacht, ist egal, ich trage das alles ganz lange und spielt ja keine Rolle, auch wenn das alles zu groß ist und so weiter. Und mit der Zeit habe ich wirklich, also auch in diesem Jahr, die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie das nicht will. Also es stört mich wahnsinnig. Also ja, genau, meine Tanzeinlage.
Oh mein Gott. Ja, mit Singen und mit Tanzen ist Pflicht auf dem Crosstrainer. Ich schaffe es auch wirklich, also das sieht sehr gefährlich aus, ich schaffe es auch wirklich, da drauf zu bleiben und auch nicht runterzufallen oder so. Aber ja, das war die Challenge. Dann kam Corona. Und das Schlimme an Corona war, dass wir im März, also das, ich weiß gar nicht, wann die, ich glaube am 15. oder 14. oder so wurde alles geschlossen. Und ein Tag, nachdem das so, es wurde, ein Tag davor oder so, ist es dann so gewesen, dass wir eigentlich hätten nach Disneyland fahren sollen. Und das war eigentlich auch diese Zeit, wo wir 2 Wochen Urlaub gehabt hätten, wenn Corona nicht wäre. Und der Urlaub hätte angefangen mit 4, 5 Tagen Disneyland. Ich hatte da Geburtstag, da hätte ich dann schön, ja, wir haben schön einen Tisch reserviert im Fantasia Restaurant, glaube ich, war das nicht in Fantasia oder doch heißt das Fantasia? Auf jeden Fall im Disneyland Hotel. Und da ist es ja auch so, dass wir auch eine Torte reserviert oder halt bestellt haben, die dann von einem Charakter gebracht worden wäre, wenn das alles stattgefunden hätte. Ja, und nach Disneyland wären wir nach Fuerteventura geflogen. Und ich glaube, da habe ich da auch ein Video hochgeladen, wo dann der ein oder andere gesagt hat, oh mein Gott, was veräppelst du uns hier? Da hatte ich das thematisiert. Ja, es wäre so schön gewesen. Fuerteventura, da hatten wir Tickets für den ZDF-Fernsehgarten. Und auch das war dann natürlich, ja, passé, ne? Also das hat nicht funktioniert. Und ja, was jetzt so, das kann man auch irgendwie nicht nachholen oder sowas, ne? Das ist ja klar. Es ist einfach, wie es ist. Und es war halt alles dann vorbei, ne? Und am Anfang habe ich noch so gedacht, ach, das dauert ja alles nicht so lange, ne? Die ganze Krise ist kein Problem. Machen wir mal ein paar Monate hier und alles wird gut. Aber im Endeffekt, ja, Ende des Jahres, wir sitzen immer noch hier. Was will man machen? Ja. Oh, wie traurig. Da schaue ich wirklich so. Und das war wirklich, das, also das mit dem Geburtstag war wirklich schlimm. Und es war auch der erste Geburtstag, wo einfach auch niemand vorbeigekommen ist, weil es halt einfach nicht ging. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Was habe ich noch gemacht? Ach, die Wurzelspitzenresektion. Ach, was für ein Spaß. Ja, das war echt auch eine Katastrophe. Aber ja, auch das habe ich erlebt. Genau, dann kam Ostern. Ostern, oh mein Gott. Ostern, Ostern. Gucken wir mal auf das Video hier. Ich habe ja die ganze Zeit durchgehalten. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war ja in Dubai, glaube ich, gecheatet sozusagen. Da hatte ich ja diese Ausnahme gemacht. Und Ostern kam dann einfach auch noch durch, vielleicht auch durch diese Umstände auch einfach das hoch, dass man dann plötzlich Schokolade haben wollte. Ich wollte unbedingt Schokolade haben. Ich hatte natürlich Angst, total rückfällig zu werden. Was heißt rückfällig? Also ich hatte ja wirklich Angst, weiß ich nicht, dann aufzugeben. Und das ist natürlich totaler Unsinn, ne? Wenn man sich dann so eine Angst macht, das funktioniert eigentlich gar nicht. Also das hat ja wirklich was alles mit mentaler Stärke zu tun. Wenn ich mir sage, ich esse nur einen Schokohasen und wenn es nur bei diesen einen Schokohasen bleibt, dann ist das auch alles kein Thema. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich das halt auch gelernt habe. Also jetzt an Weihnachten, ja, gab es auch so ein paar Weihnachtsmänner, Macarons und Pralinchen und so ein Kram. Und es hat mir nicht wehgetan. Und es hat mich auch nicht irgendwie zurückgeworfen oder mir, weiß ich nicht, so Verbindungen gebracht. Also das Problem ja am Abnehmen ist ja, dass man Lebensmitteln mit Erinnerungen verbindet oder halt mit Gefühlen. Und das habe ich mir gut abtrainiert. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Gefühl oder so habe, dann greife ich jetzt nicht zu irgendetwas, ne? Also wie man das halt so kennt, sondern es ist ziemlich, das war sehr hart, das zu überwinden, das muss ich echt zugeben, aber es hat funktioniert. Also es waren sehr, sehr viele Monate jetzt, die auch wegen Corona irgendwie, die das, also man muss sagen, dass Zeit schon hilft. Also Zeit heilt auch Wunden und Zeit, man muss einfach teilweise wirklich Dinge aussitzen, ne? Aussitzen und irgendwie so, ja, warten
und dem Körper und dem Geist irgendwie Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Das habe ich schon feststellen müssen. Ja, was gab es noch im Jahr 2020? Ich glaube, das war schwierig, ne? Also im April, was hatten wir hier noch so hochgeladen? Tarsa-Säubern, genau. Ich hatte dann irgendwann angefangen, einfach das Haus zu putzen. Und irgendwie versucht, mit der Situation klarzukommen und das Haus schön zu gestalten und so weiter. Und einfach dann den Sommer zu genießen. Und oh, wenn ich das sehe, die Sonne. Ich liebe das ja. Das ist so, also im Winter vermisse ich es in der Tat, morgens mit einem Kaffee auf dieser Lounge-Gruppe zu sitzen. Und die Sonne kommt ja dann, genauso wie man das sieht, also wird ja da alles angestrahlt. Die Sonne kommt ja dann von, von der anderen Seite und strahlt einen an. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und gerade noch, wenn es so richtig warm ist. Ich vermisse es. Der Frühling und der Sommer. Ach, ja, das war meine Putzaktion. Ich liebe Putzen. Das macht echt Spaß. Da sieht man jetzt auch so ein bisschen, ja. Der Sommer. Der Sommer, der Sommer. Und auch wirklich auch das Ganze, ich hab wirklich nicht so das Problem gehabt, mich ungeschminkt und irgendwie so zu zeigen. Aber jetzt, das habe ich, glaube ich, in den letzten Videos auch schon mal erwähnt, ich habe echt ein Problem mittlerweile damit. Ich bin ein bisschen oberflächlich geworden. Das hat die Gewichtsabnahme auch bewirkt. Ja, dann gab es einen kleinen Fauxpas mit den 3 Kilo. Oh mein Gott, ja, Wasser, keine Ahnung was. Die waren so schnell, wie sie da waren, waren sie auch wieder weg. Daran kann ich mich erinnern. Dann einfach, diese 1000 Kalorien. Diese 1000 Kalorien-Geschichte, da war ich auf der falschen Fährte wieder mal. Es war wirklich ein Fehler, das zu behaupten oder zu denken. Das hätte wohl meinen Menstruationszyklus oder sowas durcheinander gebracht. Ich hatte ja dann 2, 3 Zyklen, die einfach richtig perfekt gleich waren. Also wirklich 28 Tage so Bilderbuchzyklus. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das mit den 1000 Kalorien gemacht habe, hat sich das wieder verzögert. Und im Endeffekt hätte ich einfach weitermachen sollen, weil es ist nicht immer gleich. Also das war tatsächlich einfach irgend so ein dämlicher Zufall, ne? Und dass man dann so falsche Rückschlüsse zieht. Aber auch das habe ich in diesem Jahr gelernt. Also diese falschen Rückschlüsse, ja, ist, man lernt halt immer wieder was dazu. Dann, oh nein. Nein. Also Corona hat mich fertig gemacht, ne? Also ich weiß nicht, psychisch war ich anscheinend völlig durch. Ich habe bei der Pillow Challenge mitgemacht. Ich habe das Bild immer noch auf Insta. Ich schäme mich. Also bei schlanken Frauen sieht das ja wirklich aus wie so ein schöner Chanel-Dress oder so, ne? Aber hier mit kaputten Klamotten, das habe ich jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott, wo ist das denn jetzt hier? Die Pillow Challenge. Habe ich das gefilmt? Habe ich ernsthaft gefilmt, wie ich das Foto gemacht habe oder auch nicht? Ich sehe aber auch da, irgendwie war ich da auch ein bisschen fülliger. Wahrscheinlich habe ich da schon gedacht, oh mein Gott, das ist genauso, wie ich jetzt irgendwie denke, oh mein Gott, mein Gesicht ist so schlank geworden oder mein Körper oder so. Aber im Endeffekt ist das nicht so, sondern man hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, diese Pillow Dress Challenge war eine sehr spaßige Idee. Ich glaube, die einfach so ein Koller war. Da war ich einfach so fertig, da dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas mitmachen. Und dann diese Pillow Challenge gemacht. Dann, wo ging es denn hier weiter? Ja, dann kam eigentlich schon, genau, da habe ich jetzt nicht mehr so oft hochgeladen. 20 Kilo, wann habe ich denn jetzt? Am 14.05. habe ich 20 Kilo gehabt. Das heißt, okay, die letzten 10 Kilo hören sich gar nicht so viel an.
auch 20 oder 30, wenn man jetzt, also wenn man sich das überlegt, wie lange das dauert, um das abzunehmen, ist das echt heftig. Und es, ich habe immer gedacht wirklich, dass es schneller geht, wenn mehr runtergeht. Also jetzt denke ich auch so, boah, jetzt 2021 schaffe ich dann die 30 oder 40 oder so. Und ich glaube, wir werden nächstes Jahr hier wieder sitzen und dann denken, sind jetzt doch wieder nur 15 oder sowas, ne? Ja, also am 14.05. waren es 20. So, dann, ja, dann kam irgendwann die Erkenntnisse mit dem, macht zuckersüchtig tatsächlich. Ja, macht es. Es ist in der Tat so, dass es süchtig macht, wenn man es oft regelmäßig konsumiert. Und auch Getreide bin ich immer noch der Meinung, dass es süchtig macht. Was genau süchtig macht, weiß ich nicht. Oh, eine Sportmotivationsvideo. Aber es macht irgendwas mit einem. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und ich bin echt froh, dass ich weg davon bin. Also, dass ich auch diese Zuckergier nicht mehr habe. Also, dieses wirklich diese Glukosegier oder so. Ach, ein Sportvideo. Ach, ich glaube nicht. Ich muss mich mal hier ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Ja, ich habe im Sommer draußen Sport gemacht. Es war echt schön. Also es ist jetzt echt anstrengend mit dem Hula-Hoop-Reifen da rauszugehen, damit man hier einfach nichts zerstört, ja. Aber ja, früher Sommer ist ja dann schon praktisch. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe so ähnliche... Ach, das war so anstrengend. Ich kann mich genau daran erinnern. Diese Übungen. Ja, ein bisschen was aus Yoga. Warum habe ich mich da so... Oh mein Gott, das ist genau das, was ich meine. Es ist einfach mega peinlich irgendwann, wenn man sich das anschaut. Aber, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Meine Lieblingsübung. Crunches. Ich hatte auch... Also ich habe jetzt wirklich ein anderes Verhältnis zu Sport. Das hat aber auch andere Gründe mittlerweile. Es war aber da noch, da kann ich mich dran erinnern, dass es relativ viel Überwindung auch immer noch gekostet hat. Also auch diese 30-Tage-Challenges, da musste ich schon relativ oft mit meinem Schweinehund kämpfen sozusagen. Und auch diese Übungen, das Ganze, das hat schon lange gedauert, bis ich da... Also ich hatte jetzt nicht so diese Freude daran. Natürlich, wenn man dann fertig ist oder so, hat man schon ein bisschen Spaß gehabt, aber es war schwierig. Okay. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Verdammt. Oh mein Gott, ich lasse alle Videos drin. Ich werde alle Videos immer drin lassen. Einfach für die Nachwelt. Aber, ja. Oh, verdammt. Fersensporn. Genau, dann kam ein Video, das war auch im Mai, der Fersensporn. Und es ist tatsächlich unglaublich, aber dieser Fersensporn, der ist ja nicht weg. Also das ist ja so, dass ja dieser, das, was am Knochen einfach dran gebastelt wurde vom Körper, ist ja nicht weg, aber es hat kein... Also keine Auswirkung, auch bis heute nicht. Ich spüre wirklich gar nichts mehr davon. Und das ist auch sehr, sehr erstaunlich, dass ich davon nichts mehr mitbekomme, obwohl ich diese Einlagen nicht trage. Also ich trage weder diese Spezialeinlagen, noch trage ich diese ja, normalen Einlagen aus dem Drogeriemarkt oder so. Also ich laufe auf Socken rum. Auf solchen Socken, Moment. Auf den hier. Zum Beispiel auf solchen Noppensocken. Das heißt, der Fuß hat oder die Füße haben null Halt. Also es ist wirklich, ja, oder halt ohne Socken. Ne? Also wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, dann halt ohne Socken. Aber ich, ja, habe wirklich nichts mehr davon gemerkt. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, es kommt vielleicht nochmal wieder. Aber nein, genauso wie mit allen anderen Dingen, die jetzt so, also was heißt Dingen, also jetzt so Rückenschmerzen oder so ein Kram. Auch das kam... gar nicht wieder. Also, ja. Irgendwie hat das... Guten Morgen, Yoga. Ein Yoga-Video.
Yoga, da kann ich auch was dazu sagen, ist, wenn man relativ viel Speck am Körper hat, aus meiner persönlichen Sichtweise sehr, sehr anstrengend. Und man kann nicht alle Übungen machen. Und das hat auch nicht viel, das hat schon was mit Übung, also mit Training zu tun und so, mit Kraft und sowas. Aber einiges kann man auch mit viel Kraft und viel Training nicht erreichen, weil da einfach Speck im Weg ist. Und das ist echt ein Problem. Und ich habe da ja jetzt tatsächlich auch, habt ihr ja gesehen im letzten Sportvideo, einen Meilenstein erreicht, indem ich halt eine Kerze kann, ohne ja, zu zittern und die Beine relativ gut nach hinten bekommen. Natürlich kann ich jetzt nicht hinter die Ohren klappen oder sowas, das funktioniert nicht, aber es ist auf jeden Fall ja, viel besser, ne, mittlerweile. Und ich glaube, dass es dann nächstes Jahr nochmal besser wird. Also umso weniger Speck man hat, umso besser. Was ist das? Ah, das Yoga-Video nachgemacht. Wahnsinn. Ja, okay. Okay. Wir haben gesagt, wir halten alles fest. Das ist schon okay so. So, ja. Ich schäme mich nicht. Das ist alles, jeder Tag und jeder Monat, alles gehört einfach zu meinem Leben dazu, das ist einfach so. Aber trotzdem ist es manchmal komisch, das zu sehen. Ja, dann habe ich Klamotten gekauft, das ist doch mal interessant. Ein paar Anziehsachen, die ich glaube auch die Sachen, die ich in den letzten Monaten gekauft habe, die gebe ich auch nicht mehr weg. Ich glaube, dass die Sachen, das sind ja meistens auch XL und ja, oder halt ne, 48, 50, 46 oder sowas. Und ich glaube, dass ich das einfach auch für immer behalten werde. Gerade auch diese rosanen Kleidchen, die ich hier gekauft habe. Warum labere ich eigentlich so viel? Ach, jetzt geht's los. Oh, das habe ich geliebt. Also das liebe ich immer noch. Das habe ich, das ist so mein Strand-Zuhause-Kleid, was ich über den Bikini sozusagen trage, wenn der Postbote oder so klingelt. Aber das klappt alles nicht so oft nicht. Also das ist, ich will jetzt nicht näher ausholen, aber wenn, ja, der Postbote, also das Ding ist einfach, wenn man im Sommer hier rumhüpft und halbnackt rumläuft, dann ist das einfach so, dann macht man auch mal so die Tür auf. Ich habe auch in den letzten Tagen Sport getrieben. Ich mache das ja jetzt so auf dem Crosstrainer, dass ich nichts anhabe, sozusagen, außer halt mein Handtuch. Und auf diesen Pedalen habe ich halt auch Handtücher drauf. Und ja, dann laufe ich dann halt zur Tür, halte mir das Handtuch vor und so kennt mich mein Postbote auch nur. Eigentlich sollte dieses Kleid unter anderem auch dazu da sein, dass man sich schnell mal irgendwie was drüber zieht oder sowas, aber selbst das funktioniert im Winter alles nicht. Ja, es ist einfach verrückt. Aber ich glaube, der ein oder andere, ich habe sogar schon mal, als wir in der Wohnung gewohnt haben, habe ich geduscht und dann hat es geklingelt. Und was macht man? Man muss natürlich die Türe öffnen, das ist einfach so, und bin dann triefend nass. Also das Gute daran war, das Badezimmer war direkt neben der Haustür und bin triefend nass mit so einem Handtuch vor der Brust zur Tür gelaufen, hab die geöffnet und der war völlig schockiert. Er hat gesagt, was ist das für eine völlig Verrückte, ja. Aber nur mal so nebenbei erwähnt, ach, ja. Das ist auch so ein rotes Kleidchen, das ist ja auch so mal zum eben mal drüber werfen und nicht draußen rumlaufen. Oh, da sehe ich aber ein paar Speckröllchen. Mein Mann hat recht. Mein Mann sagt, also mein Mann, muss ich echt sagen, der meldet mir sehr, sehr viel zurück. Und er sagte, diese Speckröllchen an den Ärmchen sind weg. Also wenn ich jetzt so mache, dann ist dieses Speckröllchen in der Tat tatsächlich weg. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, spannend, spannend. Ja, das Kleid habe ich kein einziges Mal angehabt bis jetzt. Ist ein bisschen presswurstmäßig, aber ich glaube, das werde ich wohlmöglich vielleicht auch niemals anziehen können.
weil es irgendwann einfach auch nicht mehr passen wird. Aber ich liebe es einfach, es ist sehr schön. Das ist wirklich wie so, ja, ein Prinzessinnenkleidchen. Naja, manchmal kauft man halt Sachen. Und das ist in der Tat eins meiner Lieblingskleidungsstücke. Es hat 6 Euro gekostet. Ich werde diesen Preis niemals vergessen. Es war im Sale, nach dem Winter im Sale. Und das habe ich ja erst im Sommer, glaube ich, auch gekauft. Ne? Ja, und das trage ich jetzt halt immer mit dem Gürtel. Und ich bin so zufrieden. Es ist so schön. Ich liebe es. Ja, so viel zum Thema Klamotten. Das Video wird, glaube ich, sehr, sehr lang werden. Aber egal. Schauen wir uns das doch einfach mal alles an. So, ja, was gab es denn noch so im Genau, dann habe ich irgendwann angefangen im Sommer nicht mehr jeden Tag hochzuladen, weil es auch einfach schwierig war. Also weil man dann auch einfach irgendwann mal ja, Schrott hochlädt, sage ich jetzt mal vielleicht. Oder irgendwann gehen einem auch die Themen aus. Ich meine, irgendwann habe ich dann auch alle Rezepte, die ich dann halt immer so mache, gezeigt. Und irgendwann habe ich auch angefangen, glaube ich, immer nur dasselbe zu essen. Diese Variation auch nicht mehr zu machen, nicht mehr so viel auszuprobieren, weil das einfach einfacher war. Es war einfacher, so zu leben. Also mit einem und demselben Nahrungskonzept sozusagen. Und etwas anderes ist auch viel mehr in den Vordergrund getreten. Also das mit diesem ständigen, ich fange jetzt wieder an, Sport zu machen und ich versuche da jetzt ein bisschen was, ja, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen oder so. Und das ist halt sehr anstrengend. Also wenn man jetzt irgendwie beides versucht zu machen, also mehr Sport und dann sich noch auf dieses Essen konzentriert, dann das ganz normale Leben irgendwie leben muss. Und das war schon schwierig. Und deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, das Essen nicht mehr so in den Vordergrund zu schieben, auch keine neuen Sachen auszuprobieren, auch für Weihnachten oder sonst was. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur ganz normal weitergelebt und kaufe das ein, was ich halt ja in Foodholz zeige und esse das immer dasselbe, weil ich einfach die Kraft brauche für, ja, für Sport und für meine Psyche sozusagen, die jetzt auch hochkommt halt, ne? Die sich jetzt gewöhnen muss an alles. Ja, dann war das eigentlich auch schon wieder hier im Sommer. Ich glaube, nach dem Sommer, Sommer, Herbst und so, das war schon, ja, es war sehr anstrengend. Also ich weiß auch gar nicht, wie jetzt das nächste Jahr laufen soll, wenn der Winter jetzt kommt. Ne? Also genau, jetzt habe ich, was habe ich dann gemacht? Im Sommer habe ich versucht, sportlich zu sein. Ein bisschen mehr. Oh, diese Whey-Protein-Klamotte. Ich habe ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wozu ich diese ganzen Shakes getrunken habe. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das hat wirklich gar nichts gebracht. Also Eierfasten hat 1000-mal mehr gebracht, als diese Shakes zu trinken. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass in diesen Shakes auch immer Zucker oder sowas drin ist, oder selbst wenn es das nicht drin ist, diese Shakes sind einfach... da kann man echt nur Muffins oder so draus backen oder mal eine Waffel oder so. Aber ich würde das, also Shakes trinken, das war echt für 2020, das war eine gute Erfahrung, aber braucht man nicht. Ja, irgendwann kam das Hautproblem, genau, das war auch im Sommer. Da habe ich plötzlich angefangen, darüber nachzudenken, Haut ist mir dann doch nicht mehr so egal. Und irgendwie ist mir mein Aussehen dann jetzt auch nicht mehr so egal. Und eigentlich will ich schon irgendwie gut aussehen. Und dann sieht man auch so ein bisschen die Realität und denkt sich, huch, ja, ist die Realität ist halt nicht so schön. Ne? Aber ja, das war halt, ist halt wie es ist. Ne? Ja, was ist noch passiert? Im Juli dann die krasse Hitze. Ja. Dann konnten wir einmal durchatmen. Genau, im Sommer. Im Sommer konnten wir ein bisschen durchatmen. Sind zweimal nach Disneyland gefahren. Und es war, Gott sei Dank, haben wir das zweimal gemacht, weil ich wäre, glaube ich, durchgedreht. Und wir hatten eine Woche Pause zwischen den zweimalen. Also das war schon gut, die Erinnerung daran zu haben,
Ja, und eigentlich war nach Disney dann, als dann die Herbstgeschichte losging, als es dann ein bisschen kälter wurde draußen und so weiter und regnerischer, war einfach vorbei, ne? Also da war uns auch klar, wir bleiben daheim und werden versuchen, nicht mehr so viel zu machen. Ja, das war halt, ja, dann war das Jahr eigentlich schon fast vorbei. Eigentlich, ich glaube, ich habe dann nur noch Foodhauls hochgeladen, ein bisschen nahrungstechnisch Videos, genau, meine Disney-Vlogs und ja, dann ging das Jahr fast schon vorbei. Eierfasten. Eierfasten ist mega. Das ist das Beste, was es gibt. Also auch, dass ich dieses Eier, dass ich überhaupt auf Eier stehe jetzt, das ist ja auch ein Meilenstein. Also es ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Also Eiweiß in einer Diät in Anführungszeichen, das ist sehr, sehr hilfreich. Und fleischtechnisch muss ich mal sagen, ist das, ja, was, also fleischtechnisch bin ich froh. Oder was heißt froh? Also ich habe ja schon viel versucht, ich habe schon viel versucht, mit dem Fleisch klarzukommen, dass ich relativ viel davon esse, um viel Eiweiß und so aufzunehmen. Aber es ging einfach irgendwann auch nicht mehr. Und das ist mir auch so, weiß nicht, irgendwann im Herbst oder so passiert ist, ich konnte einfach nicht mehr. Also ich fühle mich auch mittlerweile wirklich, also ich bin jetzt keine Veganerin oder Vegetarierin oder sowas, das werde ich niemals sein. Aber ich komme besser mit Brokkoli und so, klar, oder halt mit Gemüse. Und das macht mich ein bisschen glücklicher. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen ketogen-technisch, also Ketose kann man jetzt eh vergessen. Weihnachten hat einfach alles zerstört. Aber ich bin glücklich darüber, es war okay. Ich habe es gebraucht. Ich habe auch irgendwie diese Normalität gebraucht und so weiter an Weihnachten. Und habe kaum, also ich habe schon auch so ein bisschen was drauf geachtet, nicht so viel zu essen oder so, aber ich habe einfach auch irgendwas gegessen, was ich wollte und es ist nicht schlimm gewesen und es war auch, ja, es ist auch gut. Und eigentlich fühle ich mich wirklich, es hat sich bei Gemüse und Champignons und so eingependelt, so, ja, ich bin jetzt nicht mehr so sehr fleischbegeistert. Irgendwie war ich das nie und irgendwie kann man sich das einfach nicht antrainieren. Es ist, wie es ist. Das, und im Grunde genommen hat sich auch an dem Essverhalten so auch nichts geändert. Also, wenn ich das mal so sagen darf, ja. So, ja, das war's eigentlich. Also, ich habe ja dann noch diese grüne Teeklamotten ausprobiert und dann kamen nur noch Updates, Abnehmen-Updates. Und eigentlich, ja, besteht dieser Kanal jetzt aus Sport. Das ist das Einzige, was mich momentan so interessiert oder auch antreibt. Ich werde da noch ein Video auf jeden Fall drüber machen müssen, dazu machen müssen. Und auch hormontechnisch und so, da warte ich aber noch die Blutwerte ab. Ja, also sporttechnisch. Irgendwann, ich kann mich erinnern in die Kommentare, das habe ich schon öfters gelesen. Ich habe auch E-Mails bekommen von einigen Zuschauern, die gesagt haben, eines Tages wird dieser Tag kommen, wo das von alleine passiert. Also wo dieser Umschwung passiert und wo man dann einfach freiwillig mit sehr, sehr viel Spaß Sport macht und sich auspowert. Und ja, es ist so. Es ist wirklich so. Es ist heftig, aber es ist so. Ich glaube, dieser Weg ist einfach immer gleich. Nur das Problem ist, dass keiner diesen Weg teilt. Und deswegen ist alles so neu. Und man bekommt dann halt so Rückmeldungen über die Kommentare oder halt auch über E-Mails oder sowas von Menschen, die das schon erlebt haben. Aber eigentlich, ja, ist irgendwie alles relativ gleich. Also es ist halt krass, ja. So, dann lege ich mal meinen Laptop zur Seite. Und was soll ich sagen? 2020 war ein Corona-Jahr und 2020, also auch mit Corona, hat mir persönlich diese Gewichtsabnahme geschenkt, gebracht und ja, das hört sich jetzt ein bisschen schlimmer an, aber es war jetzt nicht so negativ, es war wirklich schon sehr positiv, also ja, also für mich persönlich war dieses Jahr irgendwie positiv, weil ich halt auch das Ziel erreichen konnte, weil ich halt nicht so viel verführt war einfach auch oder auch nicht so viel Kontakt hatte mit Leuten, auch nicht so viel
irgendwo was gegessen habe oder so. Man hat ja immer irgendwelche Feiern oder sowas und irgendwann möchte man dann auch nicht immer Nein sagen. Man möchte auch nicht immer ja der Buhmann sein, der dann sagt, ja nee, das esse ich nicht, dies esse ich nicht oder so. Das habe ich mir ja wirklich abgewöhnt, weil ich mich dann auch wieder schlecht gefühlt habe. Ne? Also das heißt, ja, wenn man mich jetzt fragt, ich esse einfach alles, aber ich esse dann halt einen Tag später dann halt nichts oder so. Ne? Also ich versuche das dann auszugleichen und diese Probleme hatte ich einfach dieses Jahr nicht, weil wir halt eben daheim waren und weil wir halt eben auch nicht so viel Kontakte hatten mit Menschen. Und das hat sehr, sehr geholfen. Das muss man einfach auch zugeben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich viele, viele Ziele nicht erreichen können oder viele Wünsche mir nicht erfüllen können. Das mit den Reisen oder so, das habe ich ja auch alles irgendwie machen wollen und Städtetrips oder sowas, das ist ja alles nicht passiert. Also es war wirklich nur diese 2 Wochen Disneyland und das auch wirklich, ja, Corona-konform, ne? Und halt vor der Pandemie halt eben. Und ansonsten, ja, also so schlimm alles sein mag und es ist schlimm, definitiv, egal wer was sagt, es ist so schlimm, was uns jetzt hier widerfährt und es ist auch schlimm, dass wir, also es ist auch traurig, dass wir in dieser Zeit leben. Es war so lange einfach, ja, alles gut und jetzt ist es einfach so. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wir sollten froh sein. Ich finde die Einschränkungen, die wir haben, nicht so groß. Ich finde, dass man gut durch das Jahr kommen konnte. Das bisschen Abstand halten, das bisschen Maske tragen, das war jetzt nicht so schlimm. Das, was mich wirklich gestört hat, aber ich glaube, das hat auch was mit dem Abnehmen so zu tun gehabt, dass ich einfach diesen Kontakt zu den Menschen, also ich hatte Umarmungen vermisst oder so, ne? Und habe ich halt immer noch. Man macht das ja immer noch nicht. Und das Anfassen halt, sondern diese Berührungen. Also wenn man sich mit Menschen trifft, also ich erwische mich, dass ich immer irgendwie dann versuche, so das ist völlig verrückt, aber man fasst irgendwie die Leute so an, so ein bisschen manchmal so, ne? Das, also, ja. Und das war halt so das Problem. Diese Nähe einfach irgendwo zu haben, zu Personen. Und man hat, wenn man das wirklich nicht, also man sagt ja, man vermisst immer das, was man dann halt nicht mehr hat, wenn man das hatte. Und da ist es auch so. Also mich hat das immer alles gestört, immer die Leute zu umarmen und ab und zu knutschen und keine Ahnung was, aber jetzt habe ich es irgendwie vermisst. Und jedes Mal, wenn es irgendwie funktioniert oder so, dann denke ich, oh, ist das schön. Ja, man braucht das. Also man braucht auch Menschen um sich herum, reale Menschen, mit denen man irgendwie, ja, einfach, es ist einfach so. Das ist halt, das ist ja so das größte Problem gewesen, dass man jetzt nicht so viel Kontakte hatte. Aber ansonsten, wie gesagt, gewichtstechnisch bin ich sehr, sehr zufrieden und habe fast das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin guter Dinge, es wird großartig, das Jahr 2021, aber das werden wir dann im nächsten Video auf jeden Fall besprechen. Ja, das war mein Jahresrückblick. Ich glaube, das geht sehr, sehr lang, das Video, für diejenigen, die bis jetzt dran geblieben sind, die machen bitte so ein, es gibt doch hier so ein Partyhütchen, wo dann was rauskommt, ne? So ein Emoji-Ding, das will ich sehen in den Kommentaren. Boah, das würde mich echt freuen, wenn das wirklich der ein oder andere hier zu Ende guckt. Und ja, ich wünsche euch schöne, wie sagt man das, eine schöne Silvesterparty im kleinen Kreis, alleine. Ja, wir werden halt auch Silvester ein bisschen anders verbringen, wie das soll es in den Jahren zuvor halt war. Ja, man wird dann halt nicht irgendwie rausgehen mit den Nachbarn oder so. Und es ist einfach, wie es ist. Aber ist egal, wir werden trotzdem ein bisschen schön feiern können. Und dann würde ich sagen, einen guten Rutsch. Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen im Jahr 2021. Ich wünsche euch was. Bis dahin, tschüss!